Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HTB Schweißshop. Ich muss schnell etwas ausschneiden mit Plasma und habe das hier gefunden. Das Interessante dabei ist, das ist nicht ein handelsüblicher Plasmaschneider, sondern das ist ein Plasmaschneider mit einem integrierten Kompressor. Richtig gehört. Wir kennen das, wir haben hier einen Plasmaschneider, der uns den Strom liefert und dann haben wir einen großen Kompressor, der die Druckluft liefert. So kennen wir das. Hier ist das aber alles in einem. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein kleines Ding mit einem integrierten Kompressor, das kann eigentlich nicht funktionieren und das will ich heute mit euch rausfinden. Was können wir damit schneiden? Wie lange kann ich damit schneiden? Wie lange reicht denn seine Puste aus? Finden wir es raus? Auf geht's! Gucken wir uns diese PowerMax 30R genauer an. Wie der Name schon sagt, R, also mit integriertem Kompressor. Was haben wir hier vorne? Natürlich unser Bedienpanel, einstellen, mit wie viel Leistung wir arbeiten wollen. Wir können bis 30 Ampere gehen. Sie soll angeblich 10 mm schaffen, das wollen wir rausfinden. Hier ist natürlich so ein passender Plasmabrenner und natürlich unser Massekabel. Das kennen wir soweit. Jetzt wird es aber spannend. Hinten! Tja, hinten ist nur Strom und ein Einschalter. Kein Anschluss für Druckluft. Und das, meine lieben Schweißtechnikfreunde, macht das Ganze sehr, sehr spannend. Guck mal, das ist hier mit diesen Haltern richtig praktisch. Zack. Wir haben alles dabei. Gefällt mir. Das ist wirklich, ich finde das gut, weil ich den Kompressor ja nicht mitschleppen muss. Auf Baustelle und so weiter. Plus, ich habe einen Anschluss mit 230 Volt. Ja, ganz normaler Anschluss, das hast du überall. Also das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie das Ganze läuft. Ich habe hier schon ein bisschen Schrott zum Testen vorbereitet und natürlich mein richtiges Werkstück, was ich ordentlich ausgeschnitten haben möchte. Legen wir los. Die Maschine ist an. Wir hören erstmal nichts. Und ich starte und gucke, wie lange der braucht, bis der Pilotlichtbogen kommt. Sofort. Also das macht es wirklich spannend, ja, der liefert sofort Luft und Strom. Also das fangen wir mal an mit etwas 3 mm. Okay, das war schon mal kein Problem. Wie sieht es aus mit 6 mm? Also man hört, dass er den Druck aufbaut. Ich vermute, da ist auch ein kleiner Behälter drin. Muss ja sein. Und hört auch direkt wieder auf. Das ist wirklich interessant. Ging wie durch Butter, also wirklich viel, vielversprechend. Nehmen wir 8 mm. Auch hier kein Problem. Ich habe jetzt leider keine 10 oder 12 Millimeter Platteisen aus Stahl. Deswegen werden wir Folgendes tun. Wir werden wieder zwei Bleche übereinander legen. Aber Achtung, das ist nicht dasselbe, weil wir hier noch quasi noch eine Öffnung haben. Das heißt, es wird für ihn eigentlich sogar noch schwieriger sein müssen, als wenn das Vollmaterial wäre. Ja? Wir probieren es trotzdem aus und gucken. Ja, so sind wir bei 12. Das sind 2x6 mm. So sind wir bei 12. Also wenn er das jetzt gleich schafft, dann bin ich sehr zufrieden. Also ich bin wirklich erstaunt, weil ich zeige euch das mal. Das ist mein üblicher Kompressor. Hier schließe ich meine anderen Plasmaschneider immer an, wenn ich sie mal teste.
Und das Faszinierende ist, das große Ding brauchen wir jetzt hier in dem Fall nicht. Und das ist das, was mich so erstaunt an der ganzen Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier sogar bis auf 15 mm hochgehen können. Das will ich jetzt aber gar nicht testen. Ich möchte eher testen, wie lange kann ich eigentlich schneiden? Weil wir schneiden ja nicht immer nur kleine Stücke. Wir schneiden auch das Ganze etwas längs und brauchen ein bisschen mehr Meter. Ja? Und ich will wissen, wie lange der durchhält. Wie lange ist sein Atem, meine lieben Schweißtechnikfreunde? Dann wird es interessant. Wir wollen noch einmal hinein piercen. Wie ist es, wenn wir nicht von der Kante starten, sondern einfach da reinballern? Wie viel schafft er da? Das würde mich heute interessieren. So, wir sind jetzt hier bei 6 mm und die wollen wir jetzt so abschneiden. Also so, an den Löchern vorbei. So, dann würde ich sagen, hier legen wir los, ne? Also ich glaube, das könnte ich den ganzen Tag machen. So viel Atem hat der Kleine. Also. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, die eine kleine Macke sei mir verziehen, bin ich halt nicht immer perfekt, aber wenn ich mir das hier angucke, ja, das hier, und mich beim nächsten Mal richtig anstrenge, kriege ich richtig gute Schnitte hin. Toll. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, kommen wir zu unserem Fazit. Was ich sehr positiv empfand, war in erster Linie ganz klar, dass wir hier weitaus wie 12 mm mit schneiden können. Trennen.
muss natürlich die Geschwindigkeit anpassen. Der nächste positive Part, ich hätte nicht gedacht, dass die permanent genügend Druckluft liefert, aber die haben sich schon was dabei gedacht. Das heißt, wenn wir so in dem Bereich bleiben, 10 bis 12 mm, hat sie immer genügend Druckluft zur Verfügung. Ich könnte den ganzen Tag schneiden und arbeiten mit 30 Ampere und das ist schon ziemlich, sind schon ziemlich gute Leistungsdaten. So, der nächste positive Punkt, es ist leicht, klein, handlich, du hast es mitgenommen und du hast nicht diesen sauschweren Kompressor dabei oder irgendeine Druckluftleitung. Du bist völlig frei und das ist halt der große Vorteil. Jetzt kommen wir aber zu dem großen, großen Aber. Dieses Schätzchen ist nicht günstig. Ich glaube, hier musst du schon 2 Scheine investieren und ich rede nicht von 200 Euro, ich rede von 2000 Euro. Die musst du investieren, kommt drauf an, welches Angebot, um so etwas zu erwerben. Vielleicht gibt es das gebraucht, muss man schauen. Ja? Also gute Sachen kosten halt Geld, muss man so sagen, aber für den mobilen Einsatz, für auf Baustelle, für mich, der hier bald keinen Platz mehr hat, weil er aus allen Ecken platzt. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich was hinstecken soll. Deswegen habe ich in letzter Zeit auch gar nicht mehr so viel Plasma geschnitten, weil mich das immer so ein bisschen vom Platz her aufgeregt hat. Aber das hier sorgt für ganz neue Spielregeln, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Ich habe euch lieb. Bis dahin. Ciao.